Weiß denn eigentlich noch irgendjemand, was die Bundesregierung gerade auf der einen Seite macht oder will? Denn plötzlich widersprechen sich die Ampel-Regierungsmitglieder gegenseitig, plus machen einen ordentlichen Wendehals. Ja, die Gastronomie und die Umsatzsteuer sind aktuell die heißesten Themen, vor allem auch mit Blick auf die Steuerwiedererhöhung zum 01.01.2024 von 7% auf 19%. Und aktuell gibt es wieder Politiker, die sagen, hey, wir müssen das so beibehalten mit den 7%, weil ich habe euch ja auch schon in anderen Videos gezeigt, ja, es gibt auch andere Länder in Europa, die es so handhaben. Andere sagen hingegen, nein, diese Subvention muss enden. Doch was ist jetzt der aktuelle Stand? Das erfährst du in diesem Video und warum es jetzt langsam echt ein bisschen chaotisch wird. Und damit herzlich willkommen zum neuen Video hier von Steuer mit Kopf auf YouTube. Ja, wir halten euch ja hier immer auf Steuer-YouTube, beziehungsweise auf YouTube bei Steuer mit Kopf immer auf dem Laufenden rund um alles, was das Steuerrecht in Deutschland betrifft und das nicht nur, sage ich mal, ganz kurz, sondern sehr ausführlich erklärt. Hauptsächlich geht es jetzt aktuell darum, dass ja zum 01.01.2024, also nächstes Jahr, die Umsatzsteuer wieder ansteigen soll von 7% auf 19%. Diese Erhöhung ist dem geschuldet, weil ja damals während Corona wurde das ganze Jahr gesenkt von 19% auf 7%, um hier vor allem auch natürlich die Gastronomie zu entlasten. Es gab damals schon die Unterteilung zwischen 7% zum Mitnehmen, 19% zum Hieressen, unterschiedliche Unterscheidungen hier mit Blick auf die Dienstleistung. Also sprich deswegen auch immer zum Beispiel bei McDonald's Hieressen oder Mitnehmen. Und da ist es jetzt aber so, dass plötzlich die Verbände, hauptsächlich natürlich hier die DGHOGA, Niedersachsen, Bayern, die Bundes-DGHOGA, alle möglichen und selbst Landtagsabgeordnete und Kommunen jetzt hier Sturm geben. Warum? Weil, wie wir es euch schon gesagt haben, die Betriebskosten in der Gastronomie in den letzten Jahren gestiegen sind. Nicht nur mit Blick darauf, dass es heißt, das ist jetzt alles Lebensmittelpreise oder sonstiges. Nein, das sind wirklich bürokratische Kosten. Das sind zum Beispiel Punkte wie zum Beispiel die Aufzeichnungspflicht, sage ich mal, und es ist natürlich auch, ich sage mal, Verbraucherschutz, der mit dabei ist, wo man sagt, hier Lebensmittelkontrollen, alles Mögliche, was bis zum Extrem aber teilweise zugenommen hat. Da gibt es auch Berichte hier aus Regensburg von Gastronomie, die sagen, hey, wir haben nie Beanstandungen gehabt, aber gefühlt einmal im Monat steht bei uns jemand vor der Tür, obwohl es nie Beanstandungen gab. Das ist auch ein Kostenfaktor. Plus du setzt natürlich die gestiegenen Personalkosten. Ja, viele, die sagen, Mindestlohn ist super, die haben die Gastronomen nicht im Blick. Wie ich schon gesagt habe, ich habe selber damals, ich glaube, 5 oder 6 Jahre lang in der Gastronomie, neben der Schule, neben dem Studium gearbeitet. Und der Stundenlohn, der hat uns nie interessiert, weil wir waren auf das steuerfreie Trinkgeld aus. Was übrigens für alle Arbeitnehmer gilt, dass Trinkgeld steuerfrei ist. Und in dem Zusammenhang, Personalkosten wurden durch den Mindestlohn massiv nach oben gedrückt. Dann zum Beispiel auch die Heizkostenverordnungen, die Strompreisthematik, alles drumherum erhöht die Preise. Denn Fakt ist, du kannst zum Beispiel, wenn du ein Kühlhaus hast in irgendeinem Restaurant oder was weiß ich, in der Gastronomie, da kannst du dich sagen, ach, wenn keine Gäste da sind in der Nacht, da schalte ich doch mein Kühlhaus ab oder die Gefriertruhe oder was, das ist doch völlig in Ordnung. Nein, diese Gefriertruhen verbrauchen einfach Strom, sind natürlich energetisch auch nicht so grün, aber sind dafür da, dass der Kunde auch gute und haltbare Lebensmittel bekommt. Die Entscheidung, wie gesagt, ist hauptsächlich jetzt auch deswegen gefallen, laut aktuellen Medienberichten, denn Christian Lindner hat ja am Sonntag bereits gesagt, ja, eigentlich hätten wir das Ganze beibehalten können, aber SPD und Grüne wollten das nicht. Warum? Hauptgrund ist aber dahinter das 60 Milliarden Loch, wo später noch ein ausführliches Video kommt, was nämlich jetzt richtig heftig wird langsam, weil natürlich in dem Zusammenhang selbst die DGHOGA Niedersachsen geht jetzt von bis zu 1000 Betrieben aus, die im kommenden Jahr schließen müssen. Und jetzt möchte ich mal hier was mit einfließen lassen, was ja unser Bundesspezialist Wirtschaftsminister Robert Habeck immer sagt, die gehen ja nicht pleite, die hören ja nur auf zu produzieren, beziehungsweise hören ja nur auf, ihre Gastronomie aufrechtzuerhalten. Das ist nämlich ein Punkt, wo man sagt, da kann man schon hier darüber diskutieren, wo man ganz klar sagt, naja, klar hören die auf zu produzieren, aber die hören vielleicht auch deswegen auf, weil das Geschäft durch den Gesetzgeber unrentabel gemacht worden ist. Die Gastronomie, die Wirtschaft. Und wir reden hier nicht nur, jetzt was man sich mir gerne so vorstellt, über Nobelrestaurants. Nein, das geht genauso hier natürlich. Ich meine, sag ich mal, um Dönerbuden, Pizzerien, das geht um dein bayerisches Wirtshaus, das geht um dein traditionsreiches Wirtschaft, das geht um die Ortswirtschaften auch.
die plötzlich hier den höheren Kostenblock wieder haben, weil sie vor der Frage stehen, erhöhe ich jetzt die Bruttobemessung, das Bruttoentgelt, was ich zahlen muss, was der Kunde zahlt, oder lasse ich es bei? Wenn ich es beilasse, dann fehlen mir 12 Prozentpunkte in der Marge, erhöhe ich es, verliere ich potenziellerweise Kunden und habe dadurch nicht mal mehr Gewinn oder mehr Geld. Es ist in dem Zusammenhang so ein spannender Punkt, den auch die DEHOGE mit eingeführt hat, und zwar ein Arbeitskräfteeinwanderungsgesetz, Gesetz zu mehr Anstrengung der Branche, um als attraktive Ausbildungsstätte wahrgenommen zu werden. Das ist auch so ein Thema, wo man sagt, wenn wir schon in Deutschland keine Leute mehr finden, dann holen wir die aus dem Ausland. Und jetzt gibt es natürlich hier unterschiedliche Argumente. Argument zum Beispiel Steuergerechtigkeit mit Blick darauf, dass es das allgemeine Wirtschaftssystem hergeben würde. Da, wie gesagt, habe ich euch ja schon mal in einem anderen Video die Statistik aus Europa gezeigt. Viele Bundesländer haben zum Beispiel diese, oder nicht viele Bundesländer, viele europäische Länder haben eine ermäßigte Steuer für Gastronomie. Oder zum Beispiel Gastronomie, da fand ich das Lustigste, die Gastronomie sei eine gewinnträchtige Branche und die Umsatzsteuer würde eine unverhältnismäßige Steuerentlastung für die Branche bedeuten. Also ich frage mich da, wie die ganzen Leute rechnen. Denn ich sage es mal so, in allen Gastronomiebetrieben, die auch ich in den letzten 15 Jahren, also fast 18 Jahren sind es eigentlich, die wir bei unserer Kanzlei hatten, betreut haben, da konntest du mit den, von was weiß ich, einer von 100 vielleicht, wirklich gewinnträchtig arbeiten, außer natürlich Ausnahme die kleinen Dönerbuden, Imbissverkäufe, die vielleicht hier im Schwarzbereich unterwegs sind, die haben natürlich einen, sage ich mal, ordentlichen Euro verdient. Finanzbedarf ist ganz klar hier, aufgrund des 60 Milliarden Haushalts muss die Bundesregierung natürlich jetzt die Steuern erhöhen. Da kommen wir jetzt später in einem anderen Video noch dazu, beziehungsweise im gestrigen Video habe ich das schon erklärt. Es gibt eigentlich aktuell keine Alternative. Das ist wirklich alternativlos jetzt Steuererhöhungen. Betriebsschließungen sind natürlich das einzige Gegenargument und natürlich hier die Nachfragedrückung führt natürlich dazu, dass das Nachfrage hier sinkt. Und jetzt ist es zum Beispiel auch so, was ich mir auch noch gedacht habe, was sagen eigentlich so die Politiker? Also man muss sich hier vor allem auch mal betrachten, es gibt hier sehr, sehr viele Wendehälse. Christian Lindner, Olaf Scholz, Christian Dürr, Wolfgang Kubicki, Björn Hund zum Beispiel sind alle von, sag ich mal, politischen Parteien, die zum Beispiel ganz klar in der Vergangenheit schon gesagt haben, ja, nee, das ist eine unverhältnismäßige zum Beispiel Steuererleichterung. Olaf Scholz hat ja, glaube ich, 2021 gesagt, mit ihm wird es die Rückkehr zur Umsatzsteuer 19% nicht geben. Jetzt plötzlich kommt es so, weil die Ampelregierung das so will. Christian Dürr ist, wie gesagt, der Einzige, der wirklich ganz klar immer, zumindest nach meiner Recherche, sagt, okay, er bleibt dabei. Er ist eigentlich der Counterpart hier zu Christian Lindner, der zumindest im Juli oder August noch gesagt hat, hier muss das System auf solide Beine gestellt werden. Und ein Zitat zumindest hier laut dpa, die Mehrwertsteuersenkung für Speisen war eine Corona-Maßnahme, die nun auslaufen muss. Wir müssen unser Steuersystem wieder auf solide Beine stellen. Die Finanzlage des Bundes ist angespannt und wir müssen die Schuldenbremse einhalten. Die Anhebung der Mehrwertsteuer für Speisen ist ein wichtiger Schritt, um dies zu erreichen. Laut hier dpa 20. November, also gestern. Gegner gibt es natürlich auch hier ganz klar von der DEHOGE, die hier ganz klar natürlich sich dagegen stellen. Ebenso natürlich die Verbraucherzentrale, die zum Beispiel auch in einer Presseerklärung gestern erklärt haben soll. Die Anhebung der Mehrwertsteuer für Speisen ist eine Belastung für die Verbraucher. Sie müssen für ihr Essen in Restaurants mehr bezahlen. Oder zum Beispiel selbst die IG Bau Agrar. Hier, die Anhebung der Mehrwertsteuer für Speisen ist ein Schlag ins Gesicht der Beschäftigten in der Gastronomie. Sie werden durch die höheren Preise entlastet, belastet. Öko natürlich auch, Institute haben sich hier geäußert und sagen, na klar, es ist natürlich hier schon so, dass die Gastronomie eh schon ein angespannter Bereich ist, gerade durch, sage ich mal, Bio-Lebensmittel und so weiter und so fort. Gleichzeitig will man ja nicht, und das ist nämlich der Grund, warum zum Beispiel auch Öko-Institute gegen die Umsatzsteuersenkung, Rückführung auf 19% sind, weil man befürchtet, dass dann wieder mehr Gastronomiebetriebe zu, sage ich mal, nicht ökologisch oder nicht tiergerechter Haltung oder ähnliches zurückkehren, weil sie dann sagen, naja, dann müssen wir unsere Marge wieder im Einkauf holen und nicht im Verkauf. Und davor haben eben einige Öko-Institute und auch zum Beispiel die deutsche Ernährungsindustrie, die BVE, Angst davor. Was ist deine Meinung dazu? Lass es uns unten in den Kommentaren wissen.